Hallo liebe E-Bike-Freunde, wir sind hier auf der Messe in Magdeburg. Ja, und ich habe hier ein tolles Highbike gesehen und dazu habe ich auch den Dominik gefunden. Hallo Dominik, grüß Hallo. Dich. Stell dich mal vor, woher kommst du? Ich bin Dominik, arbeite in der Firma Little John Bikes an der Lübecker Straße. Bin Auszubildender seit einem Jahr. Okay. Und ja. Und kennst du dich schon ein bisschen mit E-Bikes aus? Genau. Okay, ja, dann stell mir doch einfach mal das Bike vor. Genau, das ist das Highbike Trekking 7. Ist einer der neuen Modelle von Highbike. Ja, es sind eine 1:11 Schaltung. Okay. Genau, die Shimano Deon. Ja. Hast einen relativ hohen Akku drin, einen 630 Watt Akku. Der hier hinter versteckt ist, ne? Genau. So wie ein Yamaha-Motor mit 70 Newtonmeter. Ja, von denen sieht man ja auch überhaupt hier nichts. Gehen wir zur anderen Seite. Genau, das sehen Sie auf der anderen Seite. Ich gehe mal zur anderen Seite, sieht man ein bisschen mehr. Genau. Da steht sogar Yamaha drauf. Genau. Ja, es ist jetzt ein Trekkingbike, ne? Genau, ist ein Trekkingbike. Weil der hat jetzt ein bisschen breitere Reifen drauf. Genau. Und wie Sie auch sehen, wir haben ja auch Reflektionsstreifen dran. Ja. Dass wir im Dunkeln auch gesehen werden, wenn man ein Auto bei von der Seite... jetzt, genau. Genau. Und was für eine Federung haben wir denn hier? Die Santa Tour 32. Okay. Ja, genau. Ich denke mal für Straße und ein bisschen Schotter völlig ausreichend, ne? Genau. Hast auch eine Steckachse drin, kein Schnellspanner mehr. Okay. Also nochmal ein bisschen angenehmer. Auch das Raus- und Reinnehmen ist angenehmer. Ja. Also du brauchst es bloß noch reinstecken. Die Felge geht auch immer wieder in derselben Position hin. Also du musst es auch nicht mehr einstellen. Mhm. Genau. Hast auch eine hydraulische Scheibenbremse. Ja. Bremst nochmal ein bisschen angenehmer. Okay. Und was haben wir da für ein Yamaha-Display? Genau, hier hast du ein Yamaha-Display. Ich kann es ja gerne mal anmachen. Ja, genau. So. Oh, das ist ja schön aufgeteilt. Genau. Kannst du auch mit Bluetooth verbinden. Mhm. Hier siehst du deinen Akkustand. Hier siehst du, in welcher Unterstützung du bist. Ja, es gibt vier Unterstützungen. Einmal ja. Echo Plus, Echo, Standard und Highspeed. Wenn du den Pfeil oben lange gedrückt hältst, kommst du in A-Mode. Das ist ganz praktisch, wenn du zum Beispiel bergauf fährst, ja. Unterstützt er mehr. Wenn du bergab fährst, unterstützt er weniger. Okay. Genau. Ja, was gibt's noch besonders? Das Fahrrad hat natürlich einen Gepäckträger, das natürlich sehr praktisch ist. Da kann man Packtaschen noch dranhängen. Genau, hat auch einen sehr sportlichen Rahmen. Die ganze Kabelei ist alles innenverlegt. Ja. Hat an sich dann nochmal einen leicht aufgeräumteren Eindruck. Kommt das Rad noch mal ein bisschen besser zur Geltung. Mhm. Aber es ist auch ein Unisex-Fahrrad, denke ich mal. Genau. Weil auch ich habe dann auch einen leichteren Einstieg. Kommt dann gut rein. Aber das gibt es auch speziell für Herren, habe ich gesehen. Das ist das Blaue hier vorne. Genau, hier haben wir dasselbe Rad normal, nur in Blau als Herrenvariante. Ja, was natürlich auch Damen fahren dürfen, ne? Das stimmt. Die eine oder andere Frau, die fährt sowas auch gerne. Das stimmt, ja. Ja. Ja, sehr stylisch. Ja, und jetzt kommen wir doch einfach mal zum Preis. Wo liegen wir denn da? Genau, also das Fahrrad kostet neu 3.199 Euro. Ja. Gibt es ja auch einen Messepreis gerade? Genau, der Messepreis liegt gerade bei 2.799 Euro. Oh, interessanter Preis. Da sehen wir es. Ja, genau. Also das heißt, ganz schnell herkommen. Aber ich denke mal, der Messepreis zählt ja auch noch ein paar Tage nach genau, der bis Messe. Morgen. Bis morgen zählt er. Genau. Alles klar. Ja, Dominik, dann sage ich mal recht herzlichen Dank und ich darf ja. Weiterhin viel Erfolg hier auf der Messe. Danke. Also, ciao. Tschüss.